Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute wieder vom LS19 auf der Hermannseck. Wir haben in der letzten Folge die ersten Tiere geholt und wollen heute mal anfangen mit Gras zu mähen. Und zwar sieht es wie folgt aus. Wir haben die Wiese unter dem Feld 17. Ich würde vorschlagen, durch das, dass es hier vielleicht knapp werden könnte mit dem Mähwerk, fahren wir wunderschön hier am Fluss entlang und fahren dann hier nach oben. Obwohl, hier komme ich hier durch, da ist ja auch die kleine Brücke, ne? Wo der Harry, ja, das Let's Play hat mich einfach geprägt, der wollte mit dem Ballwagen hier unten durch. War nicht ganz so heikel. Komm, wir versuchen es hinten rum. Ich glaube, sonst könnte es ein bisschen eng werden. Los geht's. Ich muss ein bisschen langsamer laufen, weil sonst wird es wieder auf YouTube so grisselig. Wir nehmen heute aber den 718 Vario vom guten Andi. So. Türe lassen wir offen, wir müssen eh gleich wieder rausspringen. So, nehmen wir einmal das Frontmähwerk mit. Zweimal einen Feller gespannt. Für hinten und für vorne. Gut, dann können wir, glaube ich, los. Alles klar. Ich habe jetzt im letzten Video noch im Off ein paar Kühe geholt. Aber na klar, direkt am Hof könnt ihr die kaufen. Müsst ihr nicht jedes Mal farmen. Für die das, wie sagt man da, Viren spielen wollen, ja, die dürfen na klar farmen. Ich habe nur eine zum Testzweck geholt, damit wir auch mal den Händler sehen. Und der Rest habe ich dann so reingeholt. Das war das übrigens, was ich letztes Mal gemeint habe. Könnte wegen eng werden. Und jetzt fahren wir eigentlich zu meiner Lieblingsstelle. Ich muss sagen, das ist eine der schönsten Stellen hier auf der Karte. Echt schade, dass Metal Gear nicht mehr so Zeit hat. Ist schon eine Wahnsinnskarte gewesen im 17er. Ich weiß schon, warum der Harry nicht hier rüber wollte mit dem Ladewagen und den Ballen. So, die Wiese hier unten, das kleine Stück gehört uns schon mal. Wir können ja, wenn wir wollen, noch das große dazu. Aber ich glaube, das ist noch gar nicht antireich. Ich war mal wieder ein bisschen zu hektisch.
So, ich schalte mal in den Außenbereich, damit ihr ein bisschen was seht. So, das wäre die Wiese hier, aber ihr seht, es ist noch gar nicht angereift. Ich bin mal wieder der Dulli schlechthin. Aber wir sind ja hier in einem Test-Let's Play. Ihr verzeiht es mir, wenn ich mal kurz durchspule. Beim nächsten Let's Play gebe ich mir Mühe, versprochen. Mal kein schönes Bild gibt, dann weiß ich auch nicht mehr. Boah, brutal. Brutal, sage ich dir. Brutal. Okay, dann konzentrieren wir uns jetzt aber wieder aufs Mähen. Den Hut brauche ich wieder. So, wie war denn das nochmal mit der Ausklappung? Ich weiß schon gar nicht mehr. Hier ausklappen, anschalten, runter, nach hinten, ausklappen. Anschalten. Und runter. So. Collies haben wir übrigens so übernommen wie im 17er. Ja, ist na klar wie immer auch performancefreundlich. Ja, und für uns Dullis, die nicht fahren können, immer wieder Gold wert. Ich glaube, ich wollte schon seit Beginn vom 19er eine Tastatur belegen, wo ich beide Mähwerke auf einmal anheben kann. Habe es bis heute nicht geschafft. Sagen für die erste Folge auf jeden Fall schon mal ausreichend.
So, ich würde sagen, den stellen wir hier schon mal bereit. Ich gehe mal schwer davon aus, dass wir den hier die Wiese hier auch noch machen werden. Aber meine Güte, ist der Anblick schön. Das, sowas triggert mich ja schon ungemein. So, dann müssen wir mal schauen, habe ich denn einen Wender am Start? Das wäre schon mal die erste Frage. Man könnte aber auch mal probieren, ob Frischgras, weil das ist ja auch immer wieder so ein Thema bei euch, ob Frischgras hier angenommen wird. Schauen wir mal rein, was es sagt. Ich spiele jetzt hier mal ohne Maisplus und es steht eigentlich Gras dran. Deswegen verstehe ich nicht immer, was manche für ein Problem haben. Das muss ja zwangsläufig Maisplus oder ähnliches drin sein als Mod. Weil bei mir zeigt es Gras an. Pass auf, dann machen wir hier in diesem Let's Play einfach für euch schon mal den Test. Für uns einfache Spieler, ob der Stall das ganz normale Gras annimmt. Deswegen würde ich sagen, fahren wir mit dem Farmer nochmal rüber und nehmen einfach mal noch ein bisschen Gras mit. Klingt irgendwie falsch. So, mit dem können wir ja jetzt mal die Abkürzung fahren. Dann seht ihr nochmal ein kleines Teilstück von der Karte. Solche paar Kleinigkeiten wie jetzt hier. Habe ich zum Beispiel ein paar Deko-Kühe reingepackt, ja. Ihr wisst ja selber, ich finde es immer am schönsten, wenn die Karte so ein bisschen lebt. Starr ist und ja, ich freue mich da so dermaßen im 22er, dass da wohl auch mal ein paar Rehe rumlaufen und so weiter. Finde ich schon ganz cool. So, fahren wir hinten runter und dann müssen wir eigentlich die Abkürzung am Wirtshaus können wir nehmen. Hier ist das neue Wirtshaus. Kann man schön raussitzen mit Maibaum. Sehr schön. So, und dann kann man hier runter. Und normalerweise hier über das Wasser. So, und dann versuchen wir mal so ein bisschen was einzusammeln. Ausklappen. Anschalten. Absenken. Let's go. Habe ich jetzt na klar nicht die ideale Bahn gefahren, um hier ordentlich was aufzunehmen, aber wir haben jetzt Gras frisch auf jeden Fall schon mal drin. Dann nehmen wir einfach hier so ein bisschen pseudomäßig mit. Den Rest können wir ja dann zusammenschwaden, beziehungsweise erstmal noch wenden.
fahren wir direkt mal aus, fahren rüber und gucken mal, ob das angenommen wird. Rein theoretisch ja, aber mein Discord wird immer wieder überhäuft von Fragen, warum nimmt er das nicht an? Ich weiß, bei Mais Plus müsst ihr unbedingt mindestens zweimal gewendet haben, oder mindestens einmal, so muss ich sagen, mindestens einmal gewendet haben, dass er das annimmt. Hier noch den Weg rüber. Mir gefällt ja dieses Urige echt ganz, ganz gut. Damit nicht alles so richtig schön clean ist, sondern hier und da alles ein bisschen verwachsen. Das mag ich leiden, ja. So, und schon sind wir da. Nimmt er jetzt mal nicht. Okay, bin ich gespannt. Weil eigentlich müsste er es nehmen, er zeigt es an, krass frisch. Aber dann haben wir genau das Thema, dass man auf jeden Fall mindestens einmal wenden muss. Ich schaue mir das nochmal in Ruhe an. Mal schauen, ob man da vielleicht noch was eintragen kann in das Gebäude. Und dann würde ich euch auf jeden Fall im nächsten Video nochmal informieren, wie dann der Status ist. Aber soweit, so gut. Nächstes Video erfolgreich bestanden, ohne Fehler. Naja, fast. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder beim nächsten Video hier auf der Hermannsegg. Und ciao. Danke, Technik. Tschüss.